berechne die Stärke der Kraft F, die notwendig ist, um anhand dieses Flaschenzugs die Masse M von 1950 Kilogramm anzuheben. Angegeben sind diese Zeichnung und die Masse M. Was wir suchen, ist die Stärke der Kraft F, die hier anzuwenden ist, in Newton ausgedrückt. Da dieser Flaschenzug zwei lose Rollen enthält, wissen wir, dass diese Gewichtskraft durch 4 zu teilen ist, um die Stärke der anzuwendenden Kraft F herauszufinden. Und eine Gewichtskraft wird berechnet durch Masse mal klein g, wo klein g den Wert 9,81 Newton pro Kilogramm hat. Um F herauszufinden, kombinieren wir sofort diese zwei Formeln. Jetzt brauchen wir nur noch M zu ersetzen durch 1950 und klein g zu ersetzen durch 9,81. Und somit finden wir diese gefragte Kraftstärke, die wir hier als Endantwort festhalten. Die anzuwendende Kraft hat also als Stärke 4782,375 Newton.